Also ich denke, das Wichtigste ist, das mal durchziehen. Und das heisst, du brauchst ein bisschen Hartnäckigkeit und Durchhaltewillen, denke ich einmal. Und das Zweite ist sicher auch, dass man die Landeigentümer immer auf einem laufenden Stand hält. Das spricht, dass man sie gut informiert. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, wo von seiner Seite müsste kommen, damit dann auch so, dass man dann auch so etwas kann durchziehen kann. Dass wirklich die Landeigentümer wirklich immer top informiert sind. Und dann macht man sich auch Gedanken, man ist positiver eingestellt gegenüber so einem Projekt. Und dann sehe ich eben dann die beste Chance, dass man dann so etwas auch kann durchziehen kann. Vorschlag, dass er sich einmal schlau macht, was für Gemeinden in ihrer Grössenordnung das schon gemacht haben. Und dann einmal zu denen geht. Und dort fragt, was brauche ich eigentlich? Also es braucht ein Planungsbüro, das Erfahrung hat. Man darf nicht einen Planer im Dorf nehmen, der sagt, jetzt habe ich gerade noch Zeit für das. Sondern es braucht eine riesen Erfahrung wegen den einzelnen Schritten, wie es ablaufen wird. Und dann braucht es ein Projektteam, das gut zusammengesetzt ist. Also wirklich, wo alle Interessen drin sind. Das wäre mal das Erste, was ich würde sagen. Und dann, wenn er dann da dahinter gehen will, die Landwirte, so wie es der Matthias gesagt hat, informieren. Vielleicht mit Bildern zeigen, vor den Dings. Sehen eure Flächen so aus, nachher könnte es so aussehen. Vielleicht glauben, das ist für einen Landwirt auch noch aufs Mal ein da habe ich alles beieinander. Da wären für mich eigentlich Kriterien, die ich das nächste Mal würde machen. Und man muss gewisse Voraussetzungen haben, man kann auch ruhig bleiben, aber vorhin ist noch etwas sehr Wichtiges gesagt worden. Ja, man braucht, dass es funktioniert. Und das ist das Zentrale. Es gibt immer mehr über die Meliorationen. Also, da werden Sachen erzählt und wird verfügt und dann wieder so und dann nicht mehr zu sagen und so weiter. Und das ist nicht, das läuft alles in den Etappen ab. Mit, hier gibt es eine Auflage und da, für da. Und wenn das fertig ist, die Auflage, und das alles genehmigt ist, dann fahren wir wieder weiter. Oder? Und der Einbezug von den Grundeigentümern, das Zentrale, man verfügt dort, du kommst jetzt ins Land über. Man braucht einen Haufen Gespräche, oder? Einen Haufen Informationen. Man muss die Leute ernst nehmen, wenn man vielleicht am Anfang das Gefühl hat, ja, das ist wirklich nicht der Letzte, der jetzt so mal läuft, oder? Also es gibt natürlich schon problematische Leute. Das gehört halt auch dazu. Aber nochmal, von der Landwirtschaft aus gesehen, also überhaupt an die Kosten runterbringen. Und das ist ja das Zentrale bei uns. Und Produktdinge gehen ja nicht hoch. Dann muss man mit den Kosten, wo man sich anschlägt. Und das ist Melioration ein wesentlicher Bestandteil von der Kostenreduktion. Oder? Und eben, was heute auch die Gesellschaft noch verlangt und auch die Bauern das auch grösstenteils auch eingesehen, dass man jetzt halt viele Sachen, die man jetzt nicht gerade im Zentrum sieht, dass jetzt das so wichtig ist. Andererseits, es gibt sehr wichtige Sachen, oder? Es gibt die Wasser, ja, wir stimmen jetzt auch über so ein Wassergesetz ab, oder? Das Wasser ist das wichtigste Element, das wir haben. Und mit einer Melioration, das ist praktisch nur möglich, mit einer Melioration da Schutzmassnahmen machen, oder? Wo man dann eben da das Eigentum in die Gemeinde überführt und die Gemeinde mit Auflagen dann das weiter verpackt. Zusammengefasst, eine Melioration deckt so viel Massen oder so viel Begehren ab, wo wir am Anfang jeder mal gemeint haben. Wir sind dann, während dem Verfahren hat man noch neue Sachen einbezogen. Aber nochmal, man kann nicht verfügen, sondern man muss miteinander diskutieren.